zurück im Frühstücksfernsehen mit sehr guten Ideen für Weihnachten an Geschenken. Was hast du noch mal von deiner Oma zum 16. bekommen? Du meinst das, was ich euch gerade im Vertrauen erzählt habe? Zu meinem 16. Geburtstag hat meine Großmutter ein 100-teiliges Pferdepuzzle geschenkt. Da muss man sagen, vielleicht hatte die Oma da eine sehr gute Idee. Ja, das war eine super Idee. Ich habe mich total gefreut. Deshalb, glaube ich, ist heute noch eingeschweißt irgendwo im Keller. Du bist aber auch undankbar. Schön ist auch, wenn Kinder sagen, was hast du denn geschenkt bekommen? Ein Buch. Ein Buch ist eigentlich immer erstmal so ein Upturner. Aber muss ja überhaupt gar nicht sein. Du musst nur das richtige Buch schenken. June und Lovi aus Hamburg bei ihrer liebsten Nebenbeschäftigung vor Weihnachten. Heute helfen sie ihrer Mutter, unserer Medizinjournalistin Charlotte Kalinda, bei den Weihnachtsvorbereitungen. Ja, heute bin ich hier zu Hause mit meinen Kindern und wir backen Plätzchen in der Adventszeit. Aber heute bin ja auch nicht ich die Expertin, sondern meine Tochter June. Die ist nämlich eine totale Leseratte. Hallo, ich bin June und ich lese ganz viel und ich möchte euch heute meine Lieblingsbücher vorstellen. Aber auch meins. Ja. Und damit der erste Job gut läuft, hat sich June den besten Platz der Welt ausgesucht. Mamas Kuschelsofa. Das hier ist mein Lieblingsbuch. Das ist richtig toll. Das ist ein Mädchen, was eigentlich ein ganz normales Mädchen ist. Die hat zwei Pferde, die heißen Gulasch und Suppe. Und dann verliert sie einen Zahn. Und am nächsten Morgen hat sie einen riesigen Zahn in ihrem Mund. Und dann erfährt sie, dass es ein Vampirzahn ist und dass sie ein Vampirmädchen ist. Und dann muss sie eine Prüfung bestehen, weil sie sonst nicht bei normalen Menschen leben darf. Das zweite Buch ist eine Weihnachtsgeschichte für etwas jüngere Kinder. Heute ist doch ein ganz besonderer Tag. Heute hat doch das Christkind Geburtstag. Und da kommt nämlich der Weihnachtsmann und bringt allen, die immer lieb und brav waren, ein Weihnachtsgeschenk, sagte Prinsemut etwas verunsichert, weil ihm gerade einfiel, dass er manchmal ja gar nicht so lieb und brav ist. Hector? Nun. Wer glaubt denn noch an den Weihnachtsmann, meinte Nulli. Und holte sich seine geliebte Packung Dr. Knödels Möhrenmüsli aus dem Kühlschrank. Darf ich jetzt einen Keks haben? Die nächste Buchvorstellung wird für June zum Problem. Hector bewacht das Buch wie ein Löwe. Doch die Achtjährige weiß, wie man mit Raubtieren umgeht. Und das ist noch ein lustiges Buch, weil das ist ja meine Mama. Und das handelt davon, dass das sind Schafe und eine, die ist ganz mutig und die immer Sachen macht, die anderen nicht machen. Ein andermal sprang Charlotte die steile Uferböschung hinunter und schwamm in dem wilden Wildbach. Machten die Alten und wackelten mit den Köpfen. Nun, jetzt meins. Das ist für Jungs wie mein, also wie Lovi gut. Aber ich find's jetzt nicht so toll. Das ist ganz toll. Ganz toll. Für dich. Nein, auch für dich. Das ist aber eher was für Jungs. Aber du hörst auch immer zu. Das gefällt mir, weil das ist so spannend und weil das sind so drei Kinder und die sind Detektive und das finde ich toll. Am schönsten ist es aber immer noch, wenn Mama vorliest. Und das tut Charlotte dann auch. June und Lovi, zwei Kinderbuchexperten im Entspannungsmodus. Der alte Hütehund zeigt dir manchmal die Zähne.